So, und bevor wir gleich zum Sport kommen, ein Thema, bei dem es auch schon richtig sportlich zugeht. In 7 Tagen auf 2 Rädern quer durch Amerika, 5000 Kilometer Tortur. Das ist wohl, und das kann man, glaube ich, ganz ohne Frage sagen, die härteste Fahrradtour der Welt. Den Race Across America haben jetzt auch 4 Deutsche gewagt. Strände, Palmen und Traumtemperaturen. Eigentlich optimale Bedingungen zum Relaxen. Doch von Entspannung wird Andreas Niedrig in den nächsten Tagen rein gar nichts zu spüren bekommen. Der Mann, über den schon ein Kinofilm gedreht wurde, weil er sich vom Junkie zum Ironman wandelte, will diese 3 Amateursportler bei der härtesten Fahrradtour ihres Lebens anführen. Einmal quer durch die USA, von Oceanside am Pazifik bis Annapolis an der Atlantikküste. In weniger als 7 Tagen wollen sie als Team der Ahn-Gruppe die 5000 Kilometer knacken. Das entspricht Deutschland fast 3-mal runter und wieder rauf. Im Gegensatz zu Tour de France wird die Strecke aber nonstop gefahren. Was bedeutet, das Team fährt in 4 Schichten. Pro Teilnehmer 6 Stunden und 180 Kilometer am Tag. Wer nicht im Sattel sitzt, versucht im dahinterfahrenden Wohnmobil zu schlafen. Im Schnitt 30 Sachen geht's durch die staubige Prärie, über die Bergpässe der Rocky Mountains, bis der Trettrupp im mittleren Westen auf Straßen trifft, die kein Ende nehmen wollen. Langsam rebelliert der Körper. Von richtigem Schlaf können Radler und Betreuer nur träumen. Rubi Krause, bin ja in einer Woche, ich glaube, 3 Stunden geschlafen. Ja. Dann endlich ist es soweit. Zieleinlauf in Annapolis. Aber was sagt die Zeit? Über oder unter der 7-Tage-Marke? Sie sind 4 Minuten drunter. In der Endabrechnung bedeutet das Platz 8. Wir haben gerade entschieden, wir fahren die Strecke auch zurück. Nach Oceanside, da ist der Strand schöner. Starke Worte, aber den Rückweg auf dem Sattel hat sich das Team dann doch geschenkt. Und Erfrischung für die geschundenen Körper gibt's schließlich auch hier an der Ostküste.